Hallo meine Lieben, heute wirklich nur ein ganz, ganz kleines Türchen, weil ihr glaubt gar nicht, wie viel Arbeit hinter diesem Kalender steckt, vor allem wenn man noch ja, ganz viel andere Arbeit hat. Aber ihr liebt Mantras so sehr. Ich habe ja schon zwei Mantratürchen gehabt und ihr habt jedes Mal so viel kommentiert und so lieb, dass ich mir dachte, okay, ich zeige euch noch ein Mantra. Und das ist heute nämlich das Anandoham-Mantra. Und ich weiß gar nicht, ob es anders heißt. Ich suche es mal raus, wenn es so ist. Und ja, es ist eigentlich nur ganz, ganz, ganz kurz, aber ich finde es super schön. Und ich benutze es manchmal einfach, entweder wenn es mir schon super gut geht, dass ich das einfach noch zum Ausdruck bringe über den Gesang. Oder wenn ich merke, ich brauche irgendwie mal wieder so ein bisschen mehr, ich bin wundervoll, dann singe ich dieses Mantra auch und das erhält meine Stimmung eigentlich jedes Mal. Anandoham, Anahandoham, Anandam Brahmanahandam. Anandoham, Anahandoham, Anandam Brahmanahandam. Anandoham, Anahandoham, Anandam Brahmanahandam. Ich bin Wonne, ich bin Wonne, absolute Wonne, Wonne bin ich. Ja, und ich habe euch das auch wieder eine ganz kurze Aufnahme gepackt, dass ihr das kurz mitsingen könnt. Einfach so dreimal plus Übersetzung. Und ja, vielleicht gefällt es euch so gut wie mir und vielleicht zaubert es euch auch ein Lächeln aufs Gesicht.